ärgert er sich. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. 179 Punkte und somit der Sieg. Hiermit überreiche ich dem diesjährigen Sieger den Preis seiner Wahl und erhebe ihn in den Rang eines Jägers. Ein Korallenring. Nicht schlecht. Weiß ich zumindest noch nicht, aber mal gucken. Meisterschütze. Gut geschlagen, Feuer. Alles eine Frage der Übung. Großherzog Sid. Oh, bitte entschuldigt mein dreistes Auftauchen, aber ich bringe eine Nachricht vom König von Bormelsia. Eine Nachricht? Vom König? Vom König von Bormelsia? Eure Exzellenz. Aber eure Erscheinung. Sieh doch mal genau hin, der Mann ist blind. Die Augen durch Magie verbrannt. Wie lautet also die Nachricht? Wir wurden von Unbekannten angegriffen. Der Krieg läuft schlecht. Wir bitten um Unterstützung. Der Feind, zipfelmützige Teufel. Das Königreich Bormelsia ist ein geschätzter Bündnispartner Lindblums. Ich werde sofort meine Flotte losschicken. Seid gepriesen, Großherzog. Der König wird sehr erfreut sein, dies zu hören. Ich muss unverzüglich diese Nachricht nach Bormelsia. Schnell, Zirp! Bringt diesen Mann sofort zu einem Arzt! Dafür ist es bereits zu spät. Die Wunde ist zu tief. Es ist überhaupt ein Wunder, dass er es bis hierher geschafft hat. Bormelsia. Was habt ihr jetzt vor? Wegen des Jagdfestivals befinden sich nur wenige Soldaten im Schloss. Nicht genug, um die ganze Flotte zu bemannen. Dann ruft die Schiffe, die die Grenzen patrouillieren, zurück. Und somit Alexandria aus den Augen lassen? Ja, wir können Bormelsia nun mal nicht im Stich lassen. Zipfelmützen, also wahrscheinlich Schwarzmagier, so wie Vivi. Aber Mutter hat Bormelsia angegriffen? Ich bitte mich zu entschuldigen, aber ich kann nicht warten, bis die Luftschiffflotte eintrifft. Nimm mich mit, Freier. Danke, mein Bester. Aber das ist nicht dein Krieg. Was redest du da für ein Blödsinn? Immerhin wurde die Heimat eines Freundes angegriffen. Ob es dir passt oder nicht, ich komme mit. Danke, Sidan. Ich komme auch mit. Ich möchte sie mit eigenen Augen sehen. Verstehe. Lass uns sofort aufbrechen. Prinzessin, das ist viel zu gefährlich. Hauptmann Steiner hat recht. Außerdem wissen wir nichts über unsere Gegner. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es Schwarzmagier sind, du verstehst mich doch, oder Sidan? Ich muss sofort zur Mutter und sie dazu bringen, die Invasion abzubrechen. Kann ich nicht mitnehmen. Nicht, wenn ich weiß, dass es gefährlich wird. Sidan! Bitte bleib hier in Lindblum. Was soll das heißen? Ich weiß auch, dass es gefährlich ist, aber... Nichts aber, Lilly. Da tobt ein Krieg, da sterben Menschen, hörst du? Ja, aber... Lilly, was hast du gefühlt, als dieser Soldat gerade vor unseren Augen starb? Er tat mir so leid. Ja, du warst traurig und das ist verdammt nochmal richtig. Aber realisierst du überhaupt, dass dir das Gleiche passieren könnte? Du bist einfach noch nicht so weit, um deine Mutter bekehren zu können. Aber... Nun reicht's aber, ihr beiden. Das ist jetzt nicht die Zeit für Wortgefechte. Seine Exzellenz hat recht.
Wir müssen unverzüglich nach Bomezia. Öffnet ihr das Erddrachentor für uns? Ja, es ist der einzige Weg, wenn ihr zu Fuß gehen wollt. Doch bevor wir das Tor öffnen und ihr aufbrecht, lasst uns alle noch ein stärkendes Mahl genießen. Ah, ich wüsste nicht, ob ich essen könnte. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Das sieht köstlich aus. Lauter gute Sachen. Während Bomezia im Krieg schwirrt. Sorry, aber naja. Dieser besondere Schmaus wird immer nach dem Festival serviert. Seit über 500 Jahren schon. Am besten isst man ihn mit den Händen. Lasst die Etiketten Etiketten sein und haut rein. Na dann wollen wir mal, bevor das gute Essen noch kalt wird. Schmeckt super. So edles Futter gibt's nicht alle Tage, also rein damit. Und solange das Tor geöffnet wird, haben wir eh nichts Besseres zu tun. Da hast du recht. Haut rein, Leute. Vom allerfeinsten der Braten. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ihr esst ja gar nicht. Aber doch, natürlich. Überaus schmackhaft. Ihr sagt das. Eine seltene Gaumenfreude. Fürwahr. Ich bin so voll. Ich werde ja ganz schläfrig. Oh nein! Wurden wir vergiftet? Nein! Auch mich hat es erwischt! Verzeiht, Prinzessin! Ich hätte vorkosten sollen. Dann wäret ihr... Hört auf, euch etwas einzubilden, Steiner. In eurer Portion habe ich keines getan. Nanu? Jetzt, wo ihr es sagt, sind die stechenden Schmerzen wie verflogen. Moment mal, was habt ihr da eben gesagt? Prinzessin, habt ihr etwa... Es ist kein Gift, nur Schlafkraut, das ich von Zidane habe. Ich hatte zwar nicht vor, es zu diesem Zwecke einzusetzen, aber... Steiner, ich möchte tun, was in meinen Kräften steht. Ich will nicht, dass andere Leute für mich entscheiden. Aber das... tun doch alle nur, weil sie euer Bestes wollen. Ich weiß. Das glaube ich aber nicht. Ich kenne die Grauen des Krieges selbst nur zu gut. Auch wenn ihr mir es befehlt, ich muss protestieren. Wenn hinter dem Angriff auf Bomezia vielleicht Alexandria steckt, dann kann das schnell zu einem Krieg werden, in dem alle drei Großreiche des Kontinents des Nebels verwickelt sind. Viele Menschen müssen dann sterben und was aus Mutter wird, ich weiß es nicht. Aber ich bin die Prinzessin von Alexandria. Es muss etwas geben, das ich gegen all das unternehmen kann. Außer Mutter habe ich sonst niemanden mehr. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Ich kann verstehen, wie euch zumute sein muss. Ich komme mit und stehe euch bei. Danke, Steiner. Gut. Dann sollten wir Lindblum verlassen, bevor alle wieder zu sich kommen. Es tut mir leid, Zidane. Aber ich muss tun, was ich tue. Schnell, beeilt euch! Lily, wo gehst du hin? Ah, und so langsam werden sie alle wieder wach? Huch, aber... Ach, da ist er doch. Den habe ich vermisst. Scheint eine Art Schlafmittel gewesen zu sein. Das Schlafkraut. Da hat sie jetzt aber kräftig eins ausgewischt. Lily sagte, sie schlafe nicht so gut in letzter Zeit. Da habe ich ihr was davon gegeben. Ich hielt sie für ein behütetes, verhätscheltes Mädchen. Aber da habe ich mich wohl gründlich getäuscht. Was hat sie sich nur dabei gedacht? Sie ist doch nicht etwa vor uns nach Bomezia los. Wenn sie das aber ist, so könnt ihr sie zumindest noch einholen. Vivi, hoch mit dir! Wir brechen sofort nach Bomezia auf.
Wir gehen durch Gisama Lukes Grotte. Gleich hinter ihr liegt Bometzia. Dann fahrt mit dem Aufzug ins Erdgeschoss und verlasst das Schloss durch das Erddrachentor. So. Alles klar, ich würde nur gern vorher nochmal speichern. Aber wir haben, glaube ich, hier kein Schweinchen. Nein, nein. Schweinchen, sage ich schon. Wir haben noch kein Mogwi hier. Oh, ich muss mal ganz kurz was trinken. Kleinen Moment. Das Vorlesen geht auf jeden Fall richtig in die Stimme. Ich würde gerne vorher nochmal speichern. Ich muss jetzt nur nochmal schauen. Aber ich glaube, das ist am Tor sowieso immer, ne? Ich glaube, am Tor ist sowieso immer ein Mogwi. Dann können wir da auch speichern. Hoffe ich zumindest. Sonst muss ich doch nochmal eine Etage hoch. Hallo? Danke. Achso, halt. Wir sind ja noch nicht am Tor, genau. Mann, ist das kompliziert hier. So, da ist er doch schon. Wer bist du? Und? Habt ihr auch alles, was ihr braucht, um daraus in den Nebel zu gehen? Der Nebel hier ist lebensgefährlich. Rüstet euch besser gut mit meinen Waren aus. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie unser Stand ist. Und es ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Doch, wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ja, wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. So, ich speichere nochmal und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ja, ich denke, das wird hier ein Cut sein. Die Folgen werden auf jeden Fall lang genug sein. Ich denke mal, hier werde ich meinen ersten Cut setzen. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bye, bye.